selbst von Kleinstkindesbeinen an, war aktiv hierbei. Also wer das einmal inhaliert hat hier, den Methanolgeruch, der kommt davon nicht los. Entweder bist du ein aktiver Zuschauer oder bringst ihn selbst sogar aktiv ein. Das gehört einfach in der Region dazu. Der Berging ist ja Europa bekannt. Man sagt sich schon, das ist die beste Grasbahn der Welt. Man lebt hier in Tetro mit dieser Veranstaltung auch. Man wartet im Prinzip das ganze Jahr drauf, dass es wieder losgeht. Ob er an der Strecke steht als Streckenbeobachter oder nur im VIP-Zelt die Funktion hat. Also jeder hat hier seinen Part und wenn er sich da verwirklichen wird, das ist allein schon ein Highlight. Wir haben hier neben dem Bergring Rennen ja natürlich auch seit 2002 unsere Speedway Arena, wo wir dann Speedway-Läufer haben. Hier stehen mir die Nackenhaare hoch und ich sehe diese Begeisterung, auch diesen Zusammenhalt untereinander. Wir haben hier Teams, die im Infield arbeiten. Wir haben Teams, die die Bahndienst machen. Und alle offiziell auch drumherum. Irgendwie ist es eine familiäre Atmosphäre. Wir sind halt in Tetro und es ist eine Tradition. Und ich bin der Meinung, das erfüllt mich mit Stolz. Und ich habe einfach Freude dran. Und mancher sagt einer, du bist ja irgendwie ein bisschen verrückt. Aber man muss auch wenn man nicht unbedingt Fahrer ist, man muss schon ein bisschen verrückt sein. Und das sind wir alle ein bisschen. Aber das ist auch gut so.